5 Leben. Heavy, heavy. Aber nicht desto trotz muss der Gumba sterben. Es tat mir leid. Kennt ihr Filme? Ja gut, das ist jetzt natürlich Thema vorbei. Würde man in Deutsch sagen, ja gut, aber es ist ja immerhin mein LP und mein Video. Das heißt, ich habe auch die Rechte hier was einzufügen, was auch immer ich möchte. Gut, Filmthema. Jetzt, komm, komm, komm. Nein, du bist doch des Todes, Mario, du bist schon tot. Bei Déjà-vu, da kam mir gerade der Gedanke, kennt ihr eigentlich die Filme, wo ja dauerhaft irgendwas Déjà-vu-mäßiges passiert? Ich kenne aber mittlerweile ein paar Filme von. Um nur ein paar zu nennen, es gibt den Film 12:01. Echt genial. Durch einen Blitzschlag wiederholt sich in dem Film ein Tag immer und immer wieder. Richtig geil gemacht. Habe ich damals, schon länger her, als DVD richtig günstig abgestaubt aus dem Promarkt. Und kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr den Film nicht kennt. Dann gibt es natürlich den Film Täglich grüßt das Murmeltier, natürlich mit, wie hieß der? Ist egal, Murphy, genau. Boah, beinahe wäre ich aber drüber gesprungen, oder? Da geht es auch um das Thema, dass sich ein Tag jedes Mal wiederholt. Auch übelst geil gemacht. Wow. Natürlich merken die dann später, ja, der Tag wiederholt sich immer wieder und ich kann nichts dagegen machen. Ja, dann mache ich mal, was ich möchte. Am nächsten Tag ist eh wieder alles normal. So, und jetzt, bitte. Nein, 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 nein. Nein, ihr seid es. Ihr seid doch asozial, mal ganz im Ernst. Hat euch das noch niemand gesagt? Nein, hat er nicht. Ja, ihr seht selbst, was die wollen. Die wollen so ein Shit hier. Ich kann diesen Shit da ja nicht mitnehmen. Oh, verdammt. Sonst hätte ich den mitgenommen und irgendwie da was gerissen. Was, wenn ich da... Nee, nee, hier ist Ende. Ende im Gelände. Aus die Maus. Ich zähle jetzt mal die Sekunden. Ach, was ist nur los? Ah, okay. Der oberste geht nur ganz kurz an. Da muss man wirklich ordentlich schnell sein. Und der geht aber auch vorher an. Das heißt, der hier ist nur dafür da, dass ich hier hochkomme. Das heißt, ich muss auf den drauf springen. Wünscht mir Glück, verdammt. Nein, das ist es. Das ist es. Jawohl, ja. Bitte, bitte, komm. Bitte keine bösen Sachen mehr. Wem sage ich das? Dem Map-Pack. Das Map-Pack ist böse. Ich gucke ein bisschen nach vorne, weil aktuell... traue ich dem Map-Pack nicht so ganz. Wow, da kommt eine Flamme hoch. Es wird schon wärmer. Ich traue mich nicht darunter. Verdammt, was soll ich tun? Ey? Wenn die Flamme jetzt kommt, ich... Ja, da kommt sie. Ich muss mal testen, ob ich da drauf kann. Nee, das kann ich nicht. Also ich muss drauf, wenn die zu sind. Das hatten wir das Spielchen in der zweiten oder ersten Welt vom... Nein! Hinter der Flamme! Wow! Das hatten wir im The Untitled Game vom Fazit auch schon. Oh, holy moly. Was zur Hölle? Mega, mega, mega. Oh. Gott sei Dank. Wetten jetzt irgendwo. Ich gehe jetzt ganz normal, ganz vernünftig hier an die Sache ran. Ihr seht schon, wo das Ganze hinführt. Was heißt, ihr seht, wo es ganz... Wow. Ihr seht, wo das Ganze hinführt. Das war der beste Gag überhaupt, oder? Fandet ihr nicht auch gut? Da kann ich lang. Weil man sieht ja gar nichts. Das ist ja gerade die Sache. Achtung. Hier könnte jederzeit, aber jederzeit irgendwo ein Stein nach unten führen. Also guck dich vor. Vor allem vor dem Ende muss man sich darauf einstellen. Ach du meine Fresse. Ja, schön, ne? Geil, wenn jemand... Moment mal. Leute, ich muss innerhalb von jetzt hier 60 Sekunden muss ich zum Ziel kommen, verdammt. Nein, nein, bitte. Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Ja, rastet aus. Ich hasse das, wenn die ausrasten. Mario, ich bin doch so tot, ich bin doch so tot, verdammter Mist. Ja, Stimmen
Helligkeit vor Verwinden, ich weiß es. Ah, verdammter Mist, ne? Mann! Ja, ihr wisst natürlich wahrscheinlich gar nicht, was ich zu... Ja, genau. Ja. Gib Gas. Wow, Checkpoint. Jetzt kann er auch sterben, meinetwegen. Denn ich habe immerhin noch 4 Leben. Holy shit. Ja, hier ist der Boss-Fight, man sieht's schon. Beziehungsweise... Da oben steht fast von Raum 7. Also doch kein Boss-Fight, aber ihr habt... Oh, was sammle ich die ein? Ich bin tot. Das war natürlich jetzt auch geil. Er sammelt so das Power-Up ein, denkt sich nichts Böses, ne? Er hat ja die Uhr nicht dabei, die habe ich ja dabei. Denkt sich nichts Böses hier der Mario und dann plötzlich. Er nimmt das Upgrade und er stirbt. Da war ein Leben gerade dabei, wegen den ganzen Münzen. Das könnte ich auch mal in Betracht ziehen, hier ein paar Münzchen noch zu sammeln. Da mir das dann insgesamt noch ein Leben bringen könnte. Jetzt muss ich mal schauen. Ach du Mega-Mist. Holy. Ihr wisst das, Bowser-Kämpfe, da muss ich immer mit Feuerblume durchkommen. Das heißt, ich darf nicht getroffen werden. Ja. Ich würde am liebsten jetzt abhauen. Komm, wir hauen ab. Ich gehe, tschüss, Halleluja. Nein, natürlich nicht. Ja, was würdet ihr an der Stelle machen? Ich weiß es nicht. Ja. Oh, verdammter Mist. Ich bin tot. Der Grund, weshalb ich jetzt gerade nichts sage, ist, weil ich gar keine, damit meine ich wirklich keinen Plan, keine Idee habe, wie ich Bowser mit meiner Feuerblume besiegen soll, wenn gleichzeitig, gib mir die Münze her, wenn gleichzeitig von oben unten Fische, ich meine Fische waren auch dabei, oder? Shit, Antivir. Waren auch dabei. Mir fällt keine Lösung ein. Hier unten kann ich keine Portale machen, die scheinen die ganze Zeit von oben. Da oben, keine Ahnung. Wie soll ich denn angreifen? Ach, ich kann ja, okay. Ich kann ja noch Feuerbälle machen, wenn ich unterwegs bin, das wusste ich jetzt nicht. Nee, okay, dann kann ich die Herausforderung immerhin annehmen. ihr seid doch gemein, ihr seid doch verdammter Mist. Zwei Leben. Zwei verdammte Leben. Drei, wenn ich hier wirklich jede Münze einsammle, aber dann ist auch Sense. Ich fürchte. Und damit liege ich wahrscheinlich nicht allein. Ihr werdet mir zustimmen, dass ich hier nicht mehr lange überleben werde. Ich habe keine Möglichkeit mehr, wirklich mehr viele Leben zu machen. Das heißt, ich werde die erste Passage wohl nochmal machen müssen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Also machen wir das jetzt. Da oben sind noch zwei Münzen. Gib mir der. Sehr gut. Und der Kubus. Das heißt, im nächsten Schritt bekomme ich dann noch ein Leben. Das heißt, wir haben insgesamt jetzt noch 3 Leben mit diesem Leben. Das muss klappen. Es ist doch nicht wahr, ey. Alter. Das kann jetzt nicht angehen, ne? Die Kugelwillis kommen noch, ne? Ihr habt keine Probleme mit den Fischen. Ihr habt euch Karpfen ohne Ende gekauft. Noch eine und dann haben wir das Leben. Jetzt brauche ich auch keine Münzen mehr zu sammeln, weil ich werde nicht mehr so lange leben, dass ich hier genügend Münzen sammeln könnte. Nee. Ich sammle sie natürlich so, weil das noch geht, aber nee. Das Doofe ist, ich sehe ja auch nichts. Ich kann keine Portale machen, wie ich schon mal einmal erwähnt, aber man sieht's, versucht es ja immer wieder. Ich muss vor allem erstmal runterkommen, das ist so die Sache dabei. Der macht halt wie er will, ne? Schon wieder. Klasse.
Er ist schon wieder am Ausrasten. Ich trainiere hier jetzt gerade ein wenig. Man sieht schon. Ich trainiere, wie man hier ausweichen kann am besten. Wenn ich jetzt die Feuerblume hätte, hätte ich ihn zumindest besiegt. Weil hier kann man einigermaßen sogar stehen, hier unten. Solange keine Sachen von oben kommen. Da kam der Fisch. Nee, es ist schon ein bisschen krass. Okay, das hat keinen Sinn. Ich muss, damit meine ich wirklich, ich muss diesen Bowser da ausschalten, wenn ich ihn ausgeschaltet habe. Und darauf zielt dieser Bosskampf. Ja, dann habe ich das geschafft. Dann habe ich die 7. Welt abgeschlossen. Und wisst ihr, was das heißt? Ich könnte im Hauptmenü sofort zur Welt 8 switchen. Ich habe Angst. Es soll eben nicht mein letzt. Ja. Er spammt wieder. Er spammt wieder. Hat keine anderen Hobbys. Er spammt. Nein, na, muss das jetzt sein, ey, du verlogene sonst was. Du. Ja, das war's. Map Pack vorbei? Natürlich nicht. Ich werde jetzt bis zu dieser Stelle nochmal spielen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich mit neuem Mut und neuem Leben. Ich hoffe, dann geht's. Also bis gleich, Leute. So, jetzt bin ich endlich wieder hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Und nimm die Herausforderung wieder an. Jetzt zählt's natürlich wieder darauf, alle möglichen Münzen hier mitzunehmen. Um sich zumindest lebenmäßig ein paar dazu zu erstehen. Okay, noch die Münze, dann reicht es mir. Und jetzt gehe ich in den Kampf. Am besten, habe ich mir gedacht, ja, fuck. Muss ich rein, bevor der die Hämmer schmeißt, aber habe ich jetzt nicht geschafft. Und ich habe es immer drauf reinzuspringen, wenn er gerade seinen Hammer macht. Was ich mir schon mal gedacht habe, ist den Kubus vielleicht auf Bowser zu schmeißen, damit der den Schalter aktiviert. Aber dann habe ich keinen mehr zum Schutz. Das hätte ich in jeglicher andere Welt machen können. Nur hier ist es ausgeschlossen. Also hier ist es nicht machbar. Hätte ich davor wirklich machen können. So. Schnapp sie dir alle. Nach dem Motto Pokémon. Yeah! Schnapp sie dir alle. Bis auf die eine. Es ist schon reichlich asozial, oder? Vor allem springt der Bowser so einfach eiskalt durch diesen Kubus durch. Jegliche Gegner, egal welcher, haben Respekt vor dem Kubus und können nicht vorbei. Aber Bowser denkt sich, nein, 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 so ein Kubus, das hält mich nicht auf. Kann ich verstehen. Denn er hält sich nicht gerne an die Vorlagen, ne? Wird in Super Mario Galaxy 2 mal eben riesig. Ja. Das war auch was, ne? Jetzt bitte kein Kugelwedel von unten. Habe ich sogar eine Chance. Ein Treffer hat er schon kassiert. Verdammt. Aber da kommen noch zwei. Ah, und die müssen natürlich an diesen scheiß Sheep-Sheeps, ne? Das ist ja voll billig. Kaputt gehen. Wortspiel. Haha. Aber das war ja jetzt, ne? Er braucht 5 Treffer, soweit ich das in Erinnerung habe. Braucht er noch 5 Treffer. Das bedeutet für mich Leben. Leben habe ich bekommen. Ich habe Leben bekommen. Okay. Das bedeutet für mich nämlich, dass ich dem wirklich einfach mal reinbrechen muss. Ich muss kurz ausweichen und dann habe ich es fast schon geschafft. Es ist jetzt kein Unding. Doch, es ist ein Unding. Es ist ein scheiß Unding. Es ist sowas von undinghaft. Geh doch weg, du! Zum Glück habe ich noch einige Leben. Also, das hat wirklich geklappt. Aber die gehen leider auch schnell wieder weg.
Die sind schon recht fies hier in der siebten Welt. Habe ich aber ehrlich gesagt, dass ich das heute angefangen habe, nicht wirklich anders erwartet. Was ich zum Teil ja schon. Ah! Das ist nicht wahr, ne? Na, schaut mal, da unten ist sogar ein normaler Laser. Das sah nur so nach einem roten aus die ganze Zeit. Das ist ein normaler. Ja, das war jetzt verschwendet, das, der Versuch. Es war wirklich verschwendet, weil sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Da schiebe ich das Teil da rein. Unnötig, aber gut. Einmal gelernt, einmal gesehen und jetzt macht man es anders. Vorhin hätte ich einfach weitergehen können. Die Flamme war nicht so hoch. Ah, nein, nein, das könnte eine schwierige Sache werden. Es war wohl schon vorher vorbestimmt, dass man hier scheitert. Ich frage mich ja immer noch, ne? Und das ist wohl eure Frage auch. Aber ihr habt es euch zwar noch nicht gestellt, aber jetzt, wenn ich es erwähne, dann werdet ihr denken, ja, da hätte ich auch mal drüber nachdenken können. Was soll denn bitte schön, und das ist es, was soll denn bitte schön in Welt 7, in Welt 8, 4 auf mich warten, wenn das hier solche Ausmaße annimmt? Jetzt komm, mach, mach, mach. Kann ich mich eigentlich ducken? Das weiß ich nicht. Nee, kann ich nicht mit Kubo. Oh, das macht's ja noch schwerer. Diese Schwierigkeit habe ich noch gar nicht entdeckt. Ach, guck mal da. Ich hatte gehofft, vielleicht diesen roten Feuerball, dass der irgendwann mal Bowser trifft, aber nein. Ich kann mich also nicht ducken. Ich erkläre euch nochmal gerne, was die zusätzliche Schwierigkeit hierbei ist. Und zwar nicht nur das Ducken, das ist ja jetzt klar, sondern auch, sobald ich mich bewege, irgendwas ausweiche oder so, muss ich natürlich den Kubus über mir mitziehen. Das heißt, ich muss die Maus die ganze Zeit über mir halten, weil sonst der Kubus eben nicht mehr. Ich sage das mal eben, dann geht der ja so zur Seite. Das heißt, ich muss die Maus gleichzeitig noch mitziehen. Und das ist wirklich eine Sache. Die zu machen ist reichlich schwer. Und dann noch darauf zu achten, dass irgend von oben sowas kommt, ja. In puncto Schwierigkeit wüsste ich es nicht, wie man sowas überbieten kann. In der achten Welt. Sollten wir jemals imstande sein, uns die anzuschauen. Aber das, ich nehme es vorweg. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie ich das machen soll. Wir werden uns die achte Welt anschauen. Dieser fiese, fiese Mann. Was ist, was? Ja. Ich hab's drauf. Ich hab's mega. Ach, scheiße. Die Hammer. Die Hammer. Bitte. Ja. Boah, voll geil. Na, nein. Der Schrotten kennt einen neuen Namen. Ja, aber so. Schaust du dämlich, ne? Ich hab mich vorbeigeskillt. In your face. Hammerhart. Ihr kennt ja diesen die Sache. Man kann selbst nachdem man im Ziel ist noch getroffen werden und deswegen war ich total perplex, dass. Wow! Shit. Shit. Shit.